In diesem Video zeige ich dir 5 einfache Gewohnheiten, mit denen du garantiert unendlich reich und erfolgreich wirst. Und glaub mir, es ist nicht das, was du denkst. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Raphael Bettencourt und ich zeige dir, wie du es schaffst, zu einem Magneten für Traumkunden und Fülle zu werden, indem du die Gesetze des Universums für dich meisterst. Und bevor wir jetzt mit dem Video starten, haben wir gerade etwas ganz, ganz Besonderes laufen. Und zwar für jeden, der unter diesem Video mit dem Wort Hashtag Fülle kommentiert, der kommt automatisch in den Lostopf für unsere Fülle-Magnet-Meditation. Das ist die eine Meditation von mir, die mehr Geld, mehr Kunden, mehr Möglichkeiten, mehr alles eigentlich für mich und meine Kunden erschaffen hat, als alles andere, was ich bisher gemacht habe. Sie hat einen Wert von 50 Euro. Einmal die Woche wird sie verlost an einen glücklichen Gewinner. Einfach unten Hashtag Fülle kommentieren und du bist automatisch mit dabei. Starten wir jetzt mit dem heutigen Thema. 5 Gewohnheiten. Diese Gewohnheiten machen dich unendlich reich und erfolgreich und es ist wirklich nicht das, was du glaubst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist so, du weißt inzwischen, dass deine Energie, deine Schwingung, deine Realität kreiert. Das Spannende ist aber, dass 95% unseres Tages unbewusst ablaufen. Es sind unbewusste Programme, Muster und Gewohnheiten, die wir uns eingespeichert haben, die dafür sorgen, dass unser Leben in eine bestimmte Richtung geht. Wenn du morgens aufstehst, putzt du dir als Ausgewohnheit die Zähne. Du denkst gar nicht mehr darüber nach. Du machst dir einen Kaffee, du gehst so und so in dein Büro und so weiter. Es sind Gewohnheiten, die fest sind. Doch ganz häufig ist es so, dass diese Gewohnheiten gar nicht uns nach vorne bringen. Gar nicht dahin bringen, wo wir hinwollen. Denn es gibt bestimmte Gewohnheiten, die tust du jeden Tag. Die sorgen dafür, dass du ein bestimmtes Gefühl hast. Und wenn du dann dieses Gefühl hast, bringt es deine Schwingung entweder nach oben oder nach unten. Doch für viele sind es Gewohnheiten, die deine Schwingung nach unten bringen. Und das jeden Tag aufs Neue. Das heißt, es ist so, du startest in den Tag, machst irgendwas, was dir nicht gut tut, Schwingung geht runter. Nächster Tag wieder geht noch mehr runter, noch mehr und noch mehr. Und irgendwann ist die Schwingung im Keller. Und dann wundern sich die Menschen, warum ihr Leben nicht aussieht, wie sie es haben wollen. Und das ist der wichtige, wichtige Punkt. Wenn wir unsere Gewohnheiten bewusst wählen, unsere Gewohnheiten ändern, verändern, dann können wir immer weiter nach oben die Gewohnheit schrauben. Ein Beispiel aus meiner Kindheit im Prinzip. Mir wurde beigebracht von meinen Eltern, die wussten es natürlich auch nicht besser zu dem Moment, dass Milch gesund ist, dass Milch gut für mich ist. Und ich hatte jeden Morgen das Problem, ich bin immer morgens runter, ne, als kleiner Junge, zack, zack, runter, die Treppe runter, an den Essenstisch. Mama hat mir schön Cornflakes vorbereitet mit Milch. Und ich habe meine Nesquik, unbezahlte Werbung, Nesquik habe ich geliebt. Jeden Tag gegessen. Und jeden Tag war mir schlecht. Mir war kotzübel. Sorry für die Ausdrucksweise, aber es war so. Jeden Tag war mir kotzübel. Und keiner konnte mir erklären, warum. Wir haben gesagt, oh, vielleicht hast du einen schwachen Magen. Vielleicht ist das, vielleicht ist es das. Und 10 Jahre später oder so, also wirklich mit, ich glaube mit 20, habe ich erst darüber nachgedacht, vielleicht lag das ja an der Milch. Weil mir plötzlich bewusst geworden ist, jedes Mal, wenn ich einen Shake getrunken habe, wenn ich einfach ein Glas Milch getrunken habe, war mir danach kotzübel. Und das war eine Gewohnheit, die eingespeichert war und die war unbewusst. Ich habe nicht bewusst da drauf geguckt und mir ist nicht klar gewesen, hey, jedes Glas Milch lässt mich schlechter fühlen. Und wenn ich mich schlechter fühle, verändert sich meine Schwingung und ich manifestiere weniger oder schlechter. Das ist ein Beispiel. Und wenn du es schaffst, diese Gewohnheiten dir anzuschauen, schau dir mal deinen Tag an. Wie viele von den Sachen passieren unbewusst, wie viele passieren immer wieder und was davon willst du verändern? Und am besten ersetzt du sie gegen diese 5 neuen Gewohnheiten, die ich dir heute zeigen möchte, weil dann sorgst du dafür, dass du jeden Tag deine Schwingung automatisch erhöhst. Starten wir direkt damit durch. Erster Punkt, du siehst wieder tolle Bildchen von mir. Ich hoffe, die sind irgendwie zu erkennen, aber ist auch nicht wichtig, weil ich sie eh erkläre. Erster Punkt ist das Thema Dankbarkeit. Wirklich richtig dankbar für dein Leben zu sein. Wie häufig passiert es dir, dass du dir ein Ziel setzt und alles darauf ausrichtest, aber nur darauf ausrichtest, dass dieses Ziel noch nicht erreicht ist?
Du sitzt da und denkst, ja, verdammt, ich habe immer noch nicht die 20.000 erreicht oder immer noch nicht das und das Ziel. Du bringst dich in negative Schwingung. Ich kenne das so gut von mir. Auch ich vergesse das immer mal wieder. Ich bin so fokussiert auf ein neues Ziel, auf dieses neue Ding, dass ich vergesse, dankbar zu sein für alles, was ich schon habe. Dankbarkeit ist eine der stärksten und kraftvollsten Schwingungen und Gefühle, Emotionen, die es gibt. Weil Dankbarkeit heißt, es ist schon da und ich bin so dankbar, dass es da ist. Und das sorgt dafür, dass deine Schwingung nach oben geht. Man kann nicht dankbar sein und sich schlecht fühlen. Das geht nicht. Wenn Dankbarkeit da ist, verschwindet Angst und Zweifel. Wenn Dankbarkeit da ist, ich sage es bewusst nochmal, wenn Dankbarkeit da ist, verschwindet die Angst und die Zweifel. Deswegen die erste Sache ist Dankbarkeit. Und da geht es darum, dass du nicht dir ein Dankbarkeitstagebuch machst und das kurz aufschreibst. Ich kenne das auch gut von früher. Ich habe auch so ein Buch geführt, 10 Dinge, für die ich dankbar bin. Ich habe mich hingesetzt, okay, Haken abgeschlossen, weiter. Und ich habe noch nicht mal bewusst nachgedacht. Erinner dich an die Schulzeit. Du hast ein Buch gelesen. Und du hast gelesen die ganze Seite und am Ende gedacht, hä, ich habe überhaupt nichts mitbekommen von der Seite. Und dann musst du nochmal lesen. Kennst du das? Genau so machen viele Menschen jeden Tag ihre Dankbarkeitsliste. Sie setzen sich hin, aber sie haben überhaupt nichts gefühlt oder gemerkt oder sich wahrgenommen, richtig wahrgenommen, was sie da aufgeschrieben haben. Deswegen wirklich dich bewusst hinzusetzen und richtig dankbar zu sein. Ich mache das inzwischen abends vorm Schlafengehen, jeden Tag beide Hände auf mein Herz, Augen zu, ich liege im Bett, Augen zu, ich atme in mein Herz hinein und dann stelle ich mir die Sachen vor, gehe ich die Sachen durch am Tag, für die ich dankbar bin. Und das funktioniert unglaublich gut. Und mein Leben hat sofort einen Sprung nach oben gemacht. Also erste Gewohnheit ist das Thema Dankbarkeit. Das zweite, das ist ein wunderschönes Buch, ist das Thema Studieren. Lernen. Lernen passt ein bisschen besser. Studieren ist eine andere Verbindung im Kopf. Lernen. Immer wieder was Neues lernen. Es gibt so ein spannendes Konzept von Bob Proctor. Bob Proctor sagt, hey, wie schaffen wir es, Zweifel loszuwerden? Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Kannst gerne mal meinen Podcast auschecken. Da gehe ich ins Detail. Und zwar, wie schaffe ich es, Zweifel loszuwerden, Zweifel aufzulösen? Wir alle haben Zweifel in unserem Leben, indem ich Dinge verstehe. Zweifel entstehen nur aus Ignoranz. Vielleicht nicht bewusste Ignoranz, aber Ignoranz von der Lösung oder von der Erklärung, wie etwas funktioniert. Als Beispiel. Inzwischen wissen wir, Menschen hier, dieser Stift fällt immer wieder runter, weil die Schwerkraft aktiv ist. Wie oft hast du in den letzten Jahren daran gezweifelt, ob ein Stift runterfällt, wenn du ihn fallen lässt? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Warum? Weil du gelernt hast und verstanden hast, dass es das Gesetz der Schwerkraft gibt. Genauso ist es mit deinen Zweifeln. Wo in deinem Leben hast du noch Zweifel? Wenn du beginnst, dich etwas Neues zu lernen, dich damit zu beschäftigen, wie etwas funktioniert und es zu verstehen, verschwinden deine Zweifel, weil du nicht mehr Angst hast, weil du genau weißt, wie die Sache funktioniert. Und deswegen ist Lernen so unglaublich effektiv. Ich sitze jeden Morgen hier in meinem Büro oder zu Hause, 30 Minuten lernen, mindestens 30 Minuten am Tag, weil ich dann die Welt besser verstehe, meine Zweifel lösen sich auf, meine Ängste lösen sich auf und ich kann noch viel, viel besser auf mein Potenzial zugreifen. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, das finde ich auch wirklich genial. Du siehst hier ein Smiley und ein Pfeil nach oben. Das bedeutet, hinterlasse jeden Menschen mit mehr, als du die Person aufgefunden hast. Wenn du irgendjemanden triffst, ist es ein Verkäufer oder die Putzfrau oder dein Nachbar, es ist vollkommen egal, Freunde. Hinterlasse sie immer besser, als du sie vorgefunden hast. Und das heißt nicht, dass du dich um ihr Leben kümmerst, sondern das bedeutet, dass du ihnen einfach positive Energie mitgibst. Das kann ein Kompliment sein, das kann eine ernst gemeinte Frage sein, das kann Hilfe anbieten sein und so weiter. Für mich ist es normal inzwischen. Wenn jetzt hier das Putzpersonal reinkommt und kurz mein Büro sauber macht, dann sage ich, hey, guten Morgen, wie geht's? Schön, freut mich, wünsche einen tollen Tag. Bam, das war's, hat 10 Sekunden gedauert. Und die Person geht mit höherer Schwingung nach Hause und freut sich. Ich auch. Denn anderen was zu geben, erhöht immer deine Schwingung gleichzeitig auch. Und das kannst du den ganzen Tag machen. Das bedeutet auch, dass du hinterm Rücken nicht schlecht redest über andere Leute. Das heißt, du hinterlässt auch Leute besser, als du sie vorgefunden hast, selbst wenn sie nicht im Raum sind.
Wie normal ist es in unserer Gesellschaft zu lästern, schlecht zu reden über Menschen? Es gibt ganze Fernsehsendungen, wo es darum geht. Zeitschriften, wo es nur übers Lästern geht. Davon dürfen wir uns lösen. Wenn du ein Leben in Fülle möchtest, dann darfst du dich lösen von Lästern, von Mangel, von bla bla bla. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Hinterlasse die Menschen immer besser als zuvor. Wie schreibe ich das jetzt auf? Menschen besser hinterlassen. Genau, Menschen besser hinterlassen. Game Changer. Absoluter Game Changer. Nächster Punkt. Du siehst hier wieder ein wunderschönes Auge. Das ist das Thema Visualisierung oder Imagination. Dir vorzustellen, wo willst du sein, wie willst du dein Leben haben. Dein Kopf kann nicht unterscheiden, ob was wirklich passiert ist oder nicht. Kurzes Beispiel, vielleicht hast du mal eins meiner anderen Videos gesehen. Wenn nicht, dieses Beispiel. Wenn du jetzt dich hier hinsetzt und dir erotische Dinge vorstellst, reagiert dein Körper sofort. Auf irgendeine Art und Weise, du weißt genau, was ich meine. Wenn du das machst, reagiert dein Körper, obwohl die Sache gar nicht passiert. Die passiert in echt nicht. Aber dein Körper denkt, es ist so. Dein Körper kann nicht unterscheiden, passiert es wirklich oder stelle ich mir das gerade nur in meinem kleinen Gehirn vor. Oder großes Gehirn, wie auch immer. Und genau das können wir für uns nutzen. Du möchtest deine Schwingung erhöhen, du möchtest höher schwingen, du möchtest bessere Gefühle jeden Tag haben. Dann stell dir jeden Tag vor, wie du dein Leben haben möchtest. Wie möchtest du leben? Wie soll dein Leben aussehen? An welchem Punkt möchtest du stehen? Und das mache ich jeden Tag. Ebenfalls nach der Dankbarkeit, wenn ich abends im Bett liege, Augen zu, visualisieren, okay, so, das ist mein nächstes Ziel und ich habe es erreicht und pam, und dann mache ich das und fühle das, bam, bam, bam. Du weißt, was ich meine. Das macht einen riesen Unterschied. Du wirst sofort merken, wie sich deine Gefühle verändern und deine Schwingung verändert. Visualisierung. Manchmal fühle ich mich wie ein Arzt. Schreibschrift wie ein Arzt. So, letzter Punkt ist, den liebe ich. Feier mehr. Mehr dein Leben feiern, dich feiern, deine Erfolge feiern. Einfach nur feiern. Und ich meine nicht mit feiern, dass du dir eine fette Flasche Wodka bestellst und dich betrinkst. Sondern einfach feiern. Tanzen, singen, rumschreien. Das Leben genießen. Das hängt auch mit der Dankbarkeit zusammen. Wir vergessen das so häufig, weil wir immer auf die Zukunft fokussiert sind. Was kommt als nächstes? Was ist mein nächstes Ziel? Ba, ba, ba. Fokussier dich auf jetzt und feier. Als ich hier heute ins Büro gefahren bin, ich habe super Laune, ich hatte einen tollen Start in den Tag. Wir waren heute auf dem Markt und haben ein bisschen geschaut und ein paar Sachen gekauft, ich und meine Freundin. Toller Tag. Und ich saß im Auto und habe einfach rumgeschrien. Ja, geiles Leben, ja. Von außen, das sah komplett behämmert aus. Wenn jemand da gesessen hätte, hätte er gedacht, was ist denn mit dem? Hat der irgendwelche Drogen konsumiert? Aber nö, habe ich nicht. Ich freue mich einfach über das Leben. Und du glaubst gar nicht, wie sich deine Schwingung erhöht. Und wenn es dir unangenehm ist, in deiner Wohnung rumzuschreien, setz dich ins Auto, fahr auf eine Landstraße und während du fährst, natürlich safety first, alles ganz entspannt, nicht zu sehr ausrasten, mach laut Musik an und feier. Das ist das Beste, was du machen kannst. Oder mach deine Jalousien runter und feier. Es darf viel normaler werden, das Leben zu feiern, das Leben zu genießen und selber zu feiern. Weil wir haben das beste Leben. Wenn du dieses Video gucken kannst, dann hast du das beste Leben. Du hast Essen, du hast Geld oder du hast eine Wohnung, Geld in gewissen Mengen. Du hast alles, was du brauchst. Du hast ein Handy oder einen Laptop, mit dem du das hier sehen kannst. So geil. Feier das. Also ich mache das zum Beispiel auch. Tobi, mein Cutter, mein Videocutter, weiß es genau. Wenn ich ein Video abschließe, dann sage ich meistens, ja, puh, geil, pow, easy, Junge, easy. Ich raste einfach aus, weil ich das Leben feiere. Ich freue mich dann, ich habe ein cooles Video gemacht. Wie cool ist das denn? Bam, let's party. Ich habe das normal für mich normal gemacht. Und du glaubst gar nicht, wie krass sich deine Schwingung erhöht. Deswegen baue mehr Feiern. Mach das zur Gewohnheit. Feiern, Party, Party hard. Ich packe dir hier unter das Video eine Playlist, die nennt sich Celebrate Life. Das ist meine persönliche Playlist, die ich mit meinen Coaching-Teilnehmern kreiert habe. Dort findest du alle Party-Songs, die ich rausgesucht habe, wo ich ganz bewusst geschaut habe, bringen die mich in eine höhere Schwingung oder nicht. Also auch von den Texten und so weiter ist alles sehr angepasst auf hohe Schwingung. Also kannst du gerne unten der Playlist einfach folgen und dein Leben feiern. Lass uns das teilen. Und ich möchte gerne noch eine Sache, bevor ich das Video abschließe, schreib mal unter dieses Video. Lass uns unter dem Video eine Party machen. Schreib mal unter das Video eine Sache, für die du dankbar bist und eine Sache, die du heute in deinem Leben feierst. Und wenn du das schreibst, fühl es wirklich. Nicht nur so, ne, kurz abgehakt, alles klar, tschüss, sondern schreib es auf und denk dir, ja,
wie cool ist das denn? Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, kommentier gerne noch und wenn du jemanden kennst, für den das interessant ist, der diese Gewohnheiten nutzen möchte, kann, sollte, schick ihm gerne dieses Video. Wenn du lernen möchtest, wie du es schaffst, innerhalb von 5 Tagen zu einem Magneten für Traumkunden, für Fülle, für Möglichkeiten zu werden, dann melde dich jetzt für die kostenlose Business Alchemisten Challenge unter diesem Video an. Link ganz oben klicken. Diese Challenge hat alles verändert für ganz, ganz viele Menschen. Für mich, für ganz, ganz viele Menschen unglaubliche Durchbrüche kreiert. Also nutze unbedingt diese Möglichkeit. Damit, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Wenn du jetzt abonnieren möchtest, dann klick doch mal hier. Dann verpasst du kein tolles Video mehr. Dann feiern wir noch gemeinsam eine Runde. Und klicke hier fürs nächste Video. Viel Spaß. Ciao, ciao. Dein Raphael. Woo! Let's freaking roll!